Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge haben wir die Rüstung unseres Vaters bekommen. Und ja, es sieht auch ein bisschen mickrig aus, muss ich sagen. Aber ich denke mir, dass wir die jetzt dann auch bald hochpushen können. Wir müssen jetzt mal die richtige Gelegenheit finden, weil wir die ganze Zeit mit der Yurika, oder Yuri heißt die, glaube ich, hier Quest erledigen müssen. Yuriko. Wo ist nun dieser besondere Ort? Habt Geduld. Verrätst es nicht? Das ist nicht nötig. Genau, schauen wir doch gleich mal. Machen wir Bildmachgerät an. Schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Pferd oder nicht Pferd? Weiter voran. Ja, Pferd, okay. Vorsichtig, Yuriko. Gibt's aber Gas, ne? Wir schauen, ob wir vielleicht in dieser Folge schon ein bisschen was an der Ausrüstung machen können. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst doch ruhig einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Wisst ihr, wo wir sind? Es gibt hier einen Onsen in der Nähe, oder? Da ist es. Sollen wir es uns näher ansehen? Okay. Pfeile. Ist es nicht wunderschön? Sehr schön. Warum sind wir hier? Seid ihr verärgert? Ich hoffe, es war nicht falsch, hierher zu kommen. Ich verstehe nicht. Es schmerzt mich, euch so voller Trauer zu sehen, wegen Fürstin Sakai und dem Kleinen. Yuriko, was ist mit dir? Es ist nichts. Ein kleiner Schwächeanfall. Wann hast du zuletzt gegessen? Gestern, glaube ich. Warte hier, ich werde uns etwas suchen. Ich bin doch kein Kind. Bitte, Yuriko, ruh dich einen Moment aus. Wie ihr wünscht. Und weil er mich so lieb bittet. Ich bin bald zurück. Vielleicht ist Wild in der Nähe. Okay, suche Yuriko etwas zu essen. Wie hier runter oder was? Ach, da unten ist Sascha. Jage einen Wildschwein, damit Yuriko etwas essen kann. Ein Keiler. Nein. Den bringe ich Yuriko, damit sie ein wenig isst. Ja, die Fälle nehmen wir trotzdem noch mit. Ist auch noch ein Fell.
Ich habe das schon gar nicht mehr erlebt, wahrscheinlich. Yuriko! Yuriko! Ihr Pferd ist nicht hier. Sie ist weggeritten. Hey. Folge den Spuren. Mich reingelegt. Pulver, Kräuter. Sie ist hier lang. Yurikos Pferd. Sie kann nicht weit sein. Kunst des Sehens für Yuriko. Sie vielleicht oben in den Schrein hinein. Ich hau zu den Spuren zurück. Nein, muss ich hier noch irgendwas suchen oder was? In den Wald rennen. Ah, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Mein Herr. Nicht sterben. Yuriko, bist du verletzt? Nein. Ich habe mich nur verirrt. Wo wolltest du hin? Ich sah meine Mutter. Sie winkte, aber sie ging weiter. Ich musste sie einholen. Ich bringe dich heim. Nein, meine Mutter. Ich muss ein Opfer darbringen. Musst du nicht. Bitte. Für all die Male, die ich eure Wünsche befolgt habe, kommt mit mir. Ich muss meiner Mutter Respekt erweisen. Na gut. Überanstreng dich nicht. Dank. Okay. Ich denke mal, ein bisschen Fleisch essen können, Mensch. Meine Mutter ging oft mit mir in diesen Hügeln spazieren und lehrte mich über die Pflanzen. Vielleicht sahst du sie deshalb. Schrein am Schildkrötenfels. Haben wir den schon gemacht? Wir sind fast da. Ja, könnte sein. Ja, den. Den haben wir schon abgeschlossen, okay. Die scheint so eine Art Nachtlager zu sein oder so. Oh. Ein Friedhof. Meine Familie ist hier. Die Grille haben wir aber nicht eingesammelt. Oh, Kazumasa.
Die Nacht, als ihr mir den kleinen Djinn brachtet. Als er so krank war, nach all der Zeit allein im Wald. Und wir hatten schon Fürstin Sakai verloren. Kazumasa, hört ihr mir zu? Ich höre zu. Ich gab ihm das Heilmittel meiner Mutter zu trinken. Wir saßen an seiner Seite die ganze Nacht. Ihr hieltet meine Hand. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich erinnere mich. Jene Nacht hatte ich solche Angst. Ich war so traurig wegen Jim. Aber ich war so glücklich. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein. Als es ihm besser ging, als ihr mich lehrte zu reiten, an dem Tag ritten wir zum Onsen. Dieser Sonnenuntergang, rot und voll. Das war was? Der beste Tag meines Lebens. Es ist dunkel, Kazumasa. Sagt mir, was ihr seht. Burg Kaneda. Ich wünschte, ihr wärt nicht so oft dort. Warum sagst du das? Ihr habt so viele Pflichten zu erfüllen. Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Doch sie ist nie genug. Ich kann bis nach Yarikawa sehen. Ich erinnere mich an den Krieg. Eine Tragödie für alle Clans. Dort sind noch gute Leute. Das ist der Tempel von Kushi. Man kann die Pagode sehen. Ich bete dort jedes Neujahr für euch und für den kleinen Jin und für meine Familie. Jin hat Glück, dass du so gut für ihn sorgst. Nun sag mir, was du siehst. Yuriko. Ich glaube, sie ist tot. Ruhe jetzt, Yuriko. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Die Mächtigen fallen letztendlich und sind nicht mehr als Staub im Wind. Kunst des Sehens. Aber sie hat noch ein paar schöne Momente jetzt, Yuriko. Bogenschützen, Strohhut. Okay, dann würde ich, denke ich mal, dass Yurikos Geschichte jetzt hier abgeschlossen ist. Und die Hauptstory wird jetzt hier weitergehen. Hier oben wäre auch noch Fragezeichen. Eine Abrechnung im Blut. Okay, wir werden jetzt aber erstmal schnell
Hier runter porten. Ne, hier ist ein Schwertschmied plus. Und zwar zur Rüstungsschmieden. Dass wir unsere Rüstung jetzt auch ein bisschen upgraden können, Leute. Schauen, was da noch so geht. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Okay, Sakai Clan Rüstung. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Viel besserer Schutz. Wir können sogar voll upgraden. Damit seid ihr sicher. Ihr habt meinen Dank. Okay. Schauen wir mal auf die Ausrüstung, Kleidung. Sakai Halbmaske. Schaut schon besser aus hier. Ich mag das, wenn es so geschlossen ist. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das Fragezeichen noch fertig. Und wir können jetzt Giftpfeile herstellen. Also was jetzt herstellen, wir müssen halt... Ah, das schaut schon cool aus. Das wird hier sein, oder? Mal schauen, was jetzt noch drin ist. Ach, Bambusdinger. Ja, okay, die mache ich offscreen, Leute. Okay, dann müssen wir schon mal... hier was ist und ich wollte mal hier schauen, schwarze Farbenhändler, Ausrüstung, Kleidung, wir haben jetzt nämlich noch gar nichts, also gehen wir mal zu dem schwarzen Farbenhändler, Schnellreise. Genau. Mein neues Werk ist perfekt für euch. Was ist denn unentdeckt? Kensei-Rüstung. Okay, ich kann hier also noch nichts machen. Nee, das ist Sakai Clan-Rüstung. Herr der Nacht. Die Mongolen werden glauben, die Schatten kommen sie holen. Aber sieht es jetzt anders aus? Ausrüstung, Kleidung. Dunkelheit. Ja, recht viel Unterschied ist hier eigentlich nicht. Ein bisschen dunkler ist, aber machen wir mal das. Und dann könnten wir doch mal schauen. Schauen wir mal zu der Weißen auch nochmal hin. Kann praktisch schwarz und weiß färben. Aber dafür muss man halt bestimmte Quests lösen, dass man das freigeschaltet bekommt. Weiße Farbe schon seit Generationen. Rüstungsfarben. Dr. Rundenkleidung, Kensei-Rüstung. Kusakus-Rüstung. Okay, hier können wir nichts machen. Hier ist nichts frei. Okay. Bis bald. Dann bleiben wir doch so. Gut. Schaut doch schon mal richtig gut aus. Das erste Gebiet. Hier war jetzt aber auch nichts mehr. Und im zweiten Gebiet müssten wir eigentlich auch ziemlich durch sein. Hier wird es dann weitergehen. Eine Abrechnung im Blut. Die Vorbereitung für unseren Kampfburg Shimura zurückzugewinnen und Kotun Kan zu besiegen.
Okay. Dann will ich aber sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge dann an, weil ich denke mir, dass das halt ein bisschen länger gehen wird. Ich schätze mal, dass es dann auch hier hochgeht zur Burg Shimura. Und ja, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Jetzt sind wir eh schon wieder bei über 20 Minuten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und genau, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.